Ich grüße euch ganz herzlich zu unserer heutigen Predigt. Wir wollen uns auf das Abendmahl einstimmen und wollen dafür eine Frage betrachten, die uns allen helfen soll. Weil wer heute zuhört, sollte von dem Wunsch beseelt sein, die Sünde zu überwinden. Und oder beziehungsweise von dem Wunsch beseelt sein, die Sünde überwinden zu wollen. Ich will es und ich hoffe, ihr auch. Und wo lernen wir das? Von Jesus, nicht wahr? Jesus sagt ja, wer überwindet, wie ich überwunden habe. Und das heißt mit anderen Worten, dass wir bei ihm das lernen dürfen. Und die Schlagworte für diese Predigt heute sind dabei jetzt nicht unbedingt Bibelstudium, Gebet und Heiliger Geist, was natürlich auch eine ganz besondere Rolle hat, sondern was bedeutet es für Jesus, uns zu Teilhabern der Natur Gottes zu machen? Wir wollen deswegen als Eingangstext Hebräer 4, Vers 15 einmal miteinander aufschlagen. Hebräer 4, Vers 15. Und das ist ja auch ein recht bekannter Text, Hebräer 4, Vers 15. Und der soll uns einführen in das Thema. Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Von wem ist die Rede? Jesus. Von Jesus. Ne? Er ist in allem versucht worden wie wir. Doch ohne Sünde. Und das ist eigentlich eine recht bemerkenswerte Aussage. Sie vermittelt uns natürlich, dass wir nicht alleine sind, dass Jesus uns vorangegangen ist. Er hat auch die Versuchung ertragen wie wir und hat sie überwunden. Aber wir stellen uns an dieser Stelle vielleicht die Frage, vor allem wenn wir mit Sünden zu tun haben, die uns besonders anhaften, ob Jesus sie auch so empfunden hat? Denn wenn ich jetzt mal an den Alkoholiker denke und der aus seiner Alkoholsucht heraus will, der wird ja nicht sagen können, ja, Jesus war auch alkoholsüchtig und weiß, wie das ist, wenn man im Entzug ist. Aber der Text sagt ja auch, er ist versucht worden in allem wie wir, doch ohne Sünde. Aber trotzdem heißt es ja, er ist versucht in allem wie wir. Also er weiß, wie wir versucht werden. Und wir wollen uns Gedanken machen, wie kann denn Jesus versucht werden, wie wir, obwohl er die Sünde nicht kannte. Unsere Versuchung, oder die Macht, die Wucht der Versuchung für uns kommt ja gerade aus der Sünde, oder? Es ist ja, wenn stellt mir hier ein Whisky hin und ein Glas und es wird für mich keine Versuchung sein. Aber für den, der alkoholsüchtig ist, wird es eine starke Versuchung, nicht wahr? Also wer die Sünde geschmeckt hat, für den ist das Überwinden hier eine ganz besondere Versuchung. Und jeder hat andere Stellen. Und Jesus musste natürlich nicht in jede Sünde fallen, um versucht werden wie wir. Und dass wir verstehen, dass er aber wie wir versucht worden ist und sogar noch viel mehr, das soll unsere Gedanken heute beschäftigen. Warum ist das so? Warum kann die Bibel sagen, er ist in allem versucht wie wir? Und doch ohne Sünde. Und dazu müssen wir ein bisschen Jesus verstehen können und seine Natur, was ihn angefochten hat und wie er das empfunden haben muss und erlebt haben muss. Ich beginne mit einem Text, der für viele so eine kleine Nuss ist, der aber eigentlich das Thema sehr gut darstellt. Und zwar ist das aus dem Bibelkommentar, Seite 311. Und da heißt es, sei sorgfältig, äußerst sorgfältig, wie du die menschliche Natur Christi behandelst. Stelle ihn den Leuten nicht als einen Menschen mit dem Hang zur Sünde dar. Er ist der zweite Adam. Also wir sollen Jesus nicht wiederstellen mit einem Hang zur Sünde. Er ist der zweite Adam. Der erste Adam wurde als reines, sündloses Wesen geschaffen
ohne auch nur einen Flecken der Sünde an sich zu haben. Er war nach dem Bilde Gottes geschaffen. Er konnte fallen und er fiel durch Übertretung, wie wir wissen. Aufgrund der Sünde wurde seine Nachkommenschaft, wer ist das? Das sind wir. Aufgrund der Sünde wurde seine Nachkommenschaft mit innewohnender Neigung zum Ungehorsam geboren. Das ist unser Schicksal. Können wir das bestätigen? Ja. So ist es, nicht wahr? Wir werden mit innewohnender Neigung zum Ungehorsam geboren. Doch Jesus Christus war der eingeborene Sohn Gottes. Und hier wird es schwierig. Also für, vielleicht auf den ersten Blick. Aber es steht klar da, doch Jesus Christus war der eingeborene Sohn Gottes. Er nahm die menschliche Natur auf sich und wurde in allen Dingen versucht, wie die menschliche Natur versucht wird. Also kein Zweifel. Es wird zwar ein Gegensatz produziert, er als zweiter Adam, offensichtlich nicht die innewohnende Neigung zum Ungehorsam von Geburt, aber fest steht, er wurde versucht in allem wie wir. Doch ohne Sünde. Er hätte sündigen können, er hätte fallen können, aber keinen einzigen Augenblick war in ihm ein Hang zum Bösen vorhanden. Er wurde in der Wüste von Versuchung angegriffen, wie Adam in Eden mit der Versuchung überfallen wurde. Na, danke. Ja, also kein einzigen Augenblick war in ihm ein Hang zum Bösen vorhanden. Also wenn wir die Natur Jesu betrachten, dann sehen wir, dass er die gefallene menschliche Natur hatte. Er war Mensch, wie wir. Aber was er nicht annahm, war unsere Verderbtheit. Und darin besteht ein notwendiger Unterschied, der ihm die Sache aber nicht leichter machte, wie wir gleich sehen werden. Aber es heißt hier weiter, nie, in keiner Weise hinterlasse in den Gedanken der Menschen den geringsten Eindruck, dass ein Flecken oder eine Neigung zur Verdorbenheit auf Christus lastete oder dass in irgendeiner Weise der Verdorbenheit nachgab. Und hier ist schon ein Schlüsselwort, wie ich finde, das ist Verdorbenheit. Also von Christus getrennt ist von der Verdorbenheit. Er hat eine gefallene Natur, also die gefallene menschliche Natur gehabt, ohne die Verdorbenheit angenommen zu haben, die uns von, wie wir gehört haben, von Geburt anlastet. Er wurde in allen Dingen versucht wie ein Mensch, doch wird er der Heilige genannt. Es ist ein Geheimnis, das Sterblichen unerklärt gelassen wird, dass Christus versucht ist, allenthalben wie wir, doch ohne Sünde. Die Fleischwerdung Christi ist ein Geheimnis und wird stets ein Geheimnis bleiben. Was offenbart worden ist, ist für uns und unsere Kinder. Doch sei jeder gründlich gewarnt, Christus ganz und gar menschlich darzustellen, so wie wir selbst sind, denn das kann nicht sein. Also Christus ganz und gar menschlich soll heißen, mit dem Hang zur Sünde, mit den Verdorbenheiten. Wenn sie sagt, das kann nicht sein, was soll das bedeuten? Heißt es, das glaube ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen, das kann nicht sein? Nö, ne? Sondern das kann nicht sein, heißt, wenn dem so wäre, dann wäre Christus, könnte Christus nicht unser Erlöser sein, oder? Es kann deswegen nicht sein, weil Christus unser Erlöser ist. Und das ist offensichtlich wichtig, dass das so ist, wie es da steht, damit Christus unser Erlöser überhaupt sein kann. Aber wir stellen uns doch die Frage, und das ist das Knifflige an diesem ganzen Gedanken, wie konnte Jesus denn versucht werden, wenn er nicht die angeborene Neigung der Sünde hatte wie wir? Aber wir haben die Zusicherung ja auch in dem Text gehabt, er wurde versucht wie wir. Und es gibt aus dieser Reihe eine ganze Latte von Texten, an dem ich mich jetzt mal euch nur dieses hier nochmal an die Wand werfen möchte. Christus nahm unsere Natur an, gefallen, aber nicht verdorben. Gefallen, aber nicht verdorben. An anderer Stelle liest sich das sehr ähnlich. Ich lese es euch nur mal vor. Heißt es zum Beispiel, Christus
besaß nicht die gleiche sündige, verderbte, gefallene Untreue, die wir besitzen, denn dann könnte er kein vollkommenes Opfer sein. Das ist, Christus ist Sieger 207 als deutsche Quelle. Er wurde, heißt es im Bibelkommentar 468, er wurde ohne einen Makel der Sünde geboren. Oder in Testimonies for the Church, also Zeugnisse Band 2, Englisch 508, er war ein mächtiger Beter, der die Leidenschaften unserer gefallenen menschlichen Natur nicht besaß. Oder er ist ein Bruder an unseren Gebrechen, nicht aber darin, dass er die gleichen Leidenschaften hatte. Als Sünder zog seine Natur sich vor dem Übel zurück. Zweiter Band der Zeugnisse, Englisch 202. Also Band 2, Seite 202. Ein Bruder an unseren Gebrechen? Ja, er konnte empfinden, wie wir auch leiden unter Müdigkeit und Schwäche und Kälte und was uns alles, auch Hunger und Durst und was uns alles so anficht. Aber nicht darin, dass er die gleichen Leidenschaften hatte. Er, Christus, Science of the Times, 29. Mai 1901, sollte seine Stellung an der Spitze der Menschheit dadurch einnehmen, dass er die Natur, aber nicht die Sündhaftigkeit des Menschen auf sich nahm. Also es sind alles Texte, die das Gleiche ausdrücken sollen, aber konzentriert euch ruhig im weiteren Gedankengang auf dieses, deswegen wollte ich sie euch nur vorlesen. Christus nahm unsere Natur an, gefallen, aber nicht verdorben. Und daraus ergibt sich die Frage, wie konnte Jesus versucht werden wie wir, wenn er die Sünde und auch die Verdorbenheit nicht kannte? Wir wollen uns in Erinnerung rufen, dass Jesus zwei Naturen hatte, nämlich die göttliche und die menschliche. Ja, am besten dargestellt ist das vielleicht im ersten Kapitel des Johannes-Evangeliums. Das Wort war Gott und das Wort war Fleisch. Schlagen wir mal einen Text auf in 2. Korinther 5, Vers 19. Und der soll uns zeigen, warum Jesus diese zwei Naturen haben musste, um uns zu erlösen. 2. Korinther 5, Vers 19. Es ist ja in gewisser Weise schon ein Unterschied zu uns, wobei wir ja auch bemüht sind, die Gleichheit zu unserer Natur herauszustellen. Aber es gibt eben und es muss auch Unterschiede geben. Und die gibt es ja auch, die, was sich ja auch in seiner Menschwerdung überhaupt zeigt, in seiner Präexistenz und was alles dazu gehört. Und 2. Korinther 5, Vers 19 verrät uns, warum Jesus diese beiden Naturen hatte. 2. Korinther 5, 19. Wer ein Mikrofon hat, kann es gerne lesen. Josef möchte lesen, bitte. Denn Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Also Jesus wurde Mensch und wer war in ihm? Gott war in ihm. Das heißt, er kam auf die Welt als Mensch, aber er umhüllte mit seiner Menschlichkeit sein göttliches Wesen, seine Göttlichkeit. Und somit verbindet er beides, Göttlichkeit und Menschlichkeit. Er bringt seine Göttlichkeit in die menschliche Natur und versöhnt damit Gott und Mensch. Um Gott und Mensch zu versöhnen, musste er beide Naturen haben. Entschuldigt. Und im Ausgewählte Botschaften Band 1 wird das so kommentiert, der Dienst Christi bestand darin, in seiner menschlichen Natur die Menschheit mit Gott und Gott mit der Menschheit durch seine göttliche Natur zu versöhnen. Also als Gott versöhnt er die Menschheit mit ihm und als Mensch versöhnt er Gott mit der Menschheit. Und diese beiden Naturen existieren
in ihm parallel. Es ist kein Mix, es ist keine Fusion, er ist kein Gottmensch, sondern er ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Und als solcher kann er eben beide Naturen darstellen. Bibelkommentar 308 erklärt das noch einmal etwas näher. Er kleidete seine Göttlichkeit in Menschlichkeit. Er war allezeit Gott, aber er trat nicht als Gott auf. Er verhüllte die Kundgebung der Göttlichkeit, die der Huldigung und Bewunderung des Weltalls Gottes hervorrief. Er war Gott, als er auf Erden weilte, aber er entledigte sich der Gestalt Gottes und nahm stattdessen Gestalt und Form eines Menschen an. Also, er war Gott und blieb Gott, aber er erschien nicht als solcher. Er war, seine Menschlichkeit umschloss oder umhüllte seine Göttlichkeit. Dieses göttliche Wesen, Manuscript Releases 16, 182, wurde nicht vermenschlicht und seine Menschlichkeit wurde nicht durch die Vermischung der zwei Wesen nicht vergöttlicht. Beide behielten ihre grundlegenden Merkmale und Wesenszüge. Also keine Mischung, sondern wahrer Gott, wahrer Mensch. Und als soll ein Mensch, als dieser Mensch, war er ein Mensch wie du und ich. Und er sollte ja ein Beispiel und Vorbild werden, oder? Er sollte ja nicht kommen und zeigen, dass Gott die Sünde überwinden kann, sondern sollte er als Mensch wie du und ich an unserem Leben teilhaben und nur die Kraft gebrauchen, die auch uns zusteht, oder? Und in dieser Menschlichkeit musste er aber, um die Sünde zu überwinden, auf die göttliche Natur zugreifen, die auch uns im Glauben zusteht. Wir sollen ja Teilhaber der göttlichen Natur werden. Na, ihr kennt den Text, oder? Also in 2. Petrus 1, Vers 4 steht er. Also da ist die Aufforderung an uns, dass ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur. Also wir sollen Teilhaber der göttlichen Natur werden. Wir können Teilhaber der göttlichen Natur werden. Und genau das hat Jesus uns vorgelebt. Und obwohl er seine eigene göttliche Natur mit Menschlichkeit bekleidete, war es erforderlich, dass er seine Menschlichkeit, nur seine Menschlichkeit, benutzte, um im Glauben an der göttlichen Natur teilzuhaben. Also bei dem Gedanken müssen wir vielleicht ein bisschen verweilen, dass wir den genau verstehen. Also vielleicht nochmal hier ein Kommentar aus. Moment. Da fehlt mir ein Zeugnis, du müsst da zuhören. Er kam in Menschengestalt in diese Welt, um als Mensch unter Menschen zu leben. Er nahm die Schwächen der menschlichen Natur an, um geprüft und getestet zu werden. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. In seiner menschlichen Natur war er Teilhaber der göttlichen Natur. Das heißt, als Mensch, wie wir Menschen sind, war er Teilhaber der göttlichen Natur. Das heißt, dass er nicht seine eigene Göttlichkeit benutzte, um den Schwierigkeiten zu entrinnen, sondern er nahm nur die Mittel in Anspruch, die auch uns zustehen. Wir können ja nicht in uns wohnende Göttlichkeit zurückgreifen. Und weil wir das nicht können, hat Jesus das auch nicht getan. Im Grunde genommen hat er seine göttliche Natur verleugnet, um ein Teilhaber der göttlichen Natur auf die Weise zu werden, auf der wir es auch können. Nämlich durch die Verheißung und durch den Glauben. Bitte, Patricia. Dass er Gottes Sohn ist, hätte er jetzt, als sie alle so ungerecht zu ihm waren und ihn gepiekst haben, hätte er dann nicht einfach, was weiß ich, Lichtblitze machen können und zeigen können, er ist Gottes Sohn, dann hätten es doch alle gesehen. Ja.
Genau. Alle, die zweifeln. Ja. Warum hat er das denn nicht getan? Wieso hat er denn seine Göttlichkeit nicht benutzt, um den Menschen zu zeigen, wer er ist? Hat er ja. Aber wir kommen auf den Punkt. Sehr gut. Also freut mich sehr. Es passt sehr gut, weil ich im weiteren Verlauf genau darauf eingehen möchte. Man könnte vielleicht vorab nur sagen, es ging, als Jesus auf die Welt kam, ja erstmal darum, dass er ohne Sünde blieb. Und dass er zeigen musste, dass die Anschuldigungen Satans falsch sind, dass der Mensch, so wie wir es sind, nicht sündigen muss, sondern dass die Kraft, die wir haben oder von Gott empfangen, ausreichend ist, um der Sünde zu widerstehen. Und deswegen konnte er nicht durch Wunder für sich selbst der Sünde aus dem Weg gehen oder sich selber erretten, seinen Kopf aus der Schlinge ziehen. Er musste die Mittel nehmen, die auch uns zur Verfügung stehen. Aber er hat natürlich trotzdem auch bewiesen, dass er Gottes Sohn war. Auch seine Wunder dienten dazu. Aber wir sehen das jetzt in Kürze. Christus erklärt auch hier das Leben Jesu 103, durfte ja seine göttliche Kraft nicht zu seinem eigenen Vorteil einsetzen. Er war gekommen, um Prüfung standzuhalten, wie auch wir Prüfung bestehen müssen. Er wollte uns durch sein Leben ein Beispiel des Glaubens und der Ergebenheit hinterlassen. Weder jetzt noch später wirkte der Heiland in seinem irdischen Leben Wunder um seiner selbst willen. Also die Herausforderung war, dass er nicht auf seine eigene göttliche Kraft zurückgriff, um sie zu seinem Vorteil einzusetzen. Wenn das geschehen wäre, wäre der Erlösungsplan hinfällig gewesen. Weil dann hätte er nicht bewiesen, dass der Mensch nur durch den Glauben, verbunden mit Gott, die Sünde überwinden kann. Und genau dazu kam Jesus, um das zu zeigen. Und jetzt müssen wir uns das mal vorstellen. Jesus ist also nach wie vor Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, als er auf der Erde war, nur umhüllt in Menschlichkeit. Er zieht also die Sterblichkeit an. Wir alle sind ja der Sterblichkeit ausgesetzt mit all dem, was dazugehört. Und das zog er an und war innerlich aber der Schöpfer. Und ihr seht, dass das ein Spannungsfeld erzeugt. Er ist also innerlich der die Welt erschaffen hat und hüllt sich selbst in Sterblichkeit. Das ist einfach eine Größe, die kann man kaum begreifen. Und eine Demut, die da gezeigt wird, durch ihn, durch Christus, wo die Ewigkeit nicht ausreicht, das recht zu verstehen. Also er nahm die Sterblichkeit an und hat doch das Leben in sich selber. Und an dieser Stelle greift Satan Christus an. Denn Satan hat ja Christus versucht. Und er wollte ihn ja dazu bringen, dass er fiel. Und Satan hat Christus an dieser Stelle angegriffen, seine Göttlichkeit für sich selber einzusetzen. Wir sehen das am stärksten in Matthäus Evangelium Kapitel 4. Da reicht uns im Grunde der Vers 3. Das ist die Stelle, wo Jesus versucht wird. Er ging ja gleich am Anfang in die Wüste und dort begegnete ihm Satan, als er 40 Tage fastete, also unter sehr starker menschlicher Schwäche. Und Satan tritt nun zu ihm und sagt, 4 Vers 3, Matthäus 4 Vers 3, wer will es lesen? Matthäus 4 Vers 3. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Ja, also, wo greift er ihn an?
seine Sohnschaft. Er greift ihn an in seiner göttlichen Natur, nicht wahr? Er fordert ihn heraus, er provoziert ihn, seine göttliche Natur zu gebrauchen. Er ist jetzt in einer Notsituation und stirbt fast vor Hunger. Und Satan reizt ihn, seine göttliche Natur für sich zu gebrauchen. Also ein Wunder für es, ihn selbst zu wirken, sprich, dass die Steine zu Brot werden. Für uns wäre das keine Versuchung, oder? Weil beim besten Willen könnten wir es nicht tun. Aber Christus hätte es tun können, sonst wäre es auch keine Versuchung gewesen, wenn er es nicht hätte tun können, oder? Aber er hat darauf verzichtet. Und wenn er sagt, ich kann nichts tun ohne den Vater, dann heißt es natürlich in erster Linie, dass Jesus sich hingegeben hat, nichts ohne seinen Vater auch tatsächlich zu tun. Weil hätte er etwas ohne seinen Vater getan, also aus eigener göttlicher Kraft, dann wäre der Erlösungsplan hinfällig geworden. Und in diesem Sinne konnte er nichts anderes tun. Aber es war eine Versuchung. Und Satan weiß, dass er es konnte, sonst hätte er ihn dann nicht versucht. Und die anderen Versuchungen sind genauso. Er führt ihn auf eine hohe Zinne und sagt, stoß dich hinab. Oder wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, dass Engel dann kommen und dich auffangen. Und wäre Jesus drauf eingegangen, dann hätte er natürlich auch in dieser Anmaßung, wäre ja kein Glaube gewesen, sondern eine Anmaßung, auch am Ende von seiner göttlichen Natur Gebrauch gemacht. Denn das Leben war ja in ihm selber. Er hätte ja dem Tod jederzeit aus dem Wege gehen können, noch im Fallen. Jederzeit hätte er dem Tod aus dem Wege gehen können. Und das war die Versuchung, auch diese göttliche Natur zu gebrauchen. Also war es Jesu größte Herausforderung, die Ebene der menschlichen Natur beizubehalten, also alles aus der Kraft, die auch uns zusteht, herauszutun. Und er sollte dabei ein Teilhaber der göttlichen Natur bleiben. Also im Glauben leben heißt das ja nichts anderes, ne? Durch den Geist Gottes im Glauben, im Vertrauen auf den Vater leben. Das heißt, Teilhaber der göttlichen Natur zu sein. Und dieses Level dieser göttlichen Natur im menschlichen Fleisch beizubehalten, ist genauso schwer für ihn gewesen, wie es für uns ist, uns aus der Verderbtheit empor zu heben, dieses Level der göttlichen Natur beizubehalten. Ist auch ein ständiger Kampf, oder? Auch eine innere, ständige Anfechtung. Nur zu einer anderen Seite. Aber das Level, was beibehalten werden muss, ist das gleiche. Bibelkommentar 474 erklärt uns das. Es war für den Fürsten des Lebens eine schwere Aufgabe, den Plan auszuführen, den er zur Erlösung des Menschen in Angriff genommen hatte, indem er seine Göttlichkeit mit Menschlichkeit bekleidete. Er hatte Ehre in den himmlischen Höfen empfangen und war mit absoluter Macht vertraut. Es war für ihn ebenso schwierig, die Ebene der menschlichen Natur beizubehalten, wie für Menschen, sich über die niedrige Ebene ihrer verdorbenen Natur zu erheben und an der göttlichen Natur teilzuhaben. Also, Jesus in menschlicher Gestalt und wir, die wir Christus folgen wollen, stehen an der gleichen Stelle, nämlich als Teilhaber der göttlichen Natur. Und wir können uns das jetzt vorstellen, wenn als Jesus hier über diese Erde ging, beispielsweise nach Samarien, wo er dann, bevor er am Jakobsbrunnen ankam, es war heiß, staubig, mühselig, sind schon Stunden gelaufen, sie hatten Durst und Hunger. Und jederzeit hätte Jesus Kraft aus seiner göttlichen, inneren, eigenen göttlichen Natur anzapfen können, um dieser strapazen Anstrengung entgegenzuwirken. Jederzeit. Er war also jeden Moment und jeden Gedanken seines Lebens in einem Widerstand, sich aus irgendeiner schwierigen Situation durch eigene Kraft erretten zu wollen.
Und das hat ihn ständig begleitet. Und eigentlich ist es doch mit uns genauso, oder? Nicht, dass wir einen Nutzen davon hätten, unsere alte Natur anzuzapfen, aber wir sind in dieser ständigen Versuchung, oder? Wir sind in der ständigen Versuchung, auf sie zurückzugreifen. Also so können wir das hier vielleicht auch zusammenfassen. Also Jesus muss die Teilhaberschaft der menschlichen Natur an der göttlichen Natur beibehalten, aber er durfte nicht aus eigener Kraft, er durfte es nicht aus sich selbst heraus tun, nur mit der Hilfe Gottes, nur aus Glauben und nur in der menschlichen Natur. Und das sind doch die Spielregeln für unsere christliche Nachfolge auch, oder? Auch wir müssen Teilhaberschaft an der göttlichen Natur sein oder das beibehalten, nicht aus eigener Kraft, nicht aus uns selbst heraus, nur mit der Hilfe Gottes, nur aus Glauben und wir können es nur in unserer menschlichen Natur. Aber hier verstehen wir die Versuchung Jesu. Die Versuchung Jesu war also nicht, als er durch Samaria ging, dass er jetzt ständig ins Murren verfiel, wie heiß alles ist und wie, ja, wie das Wasser da ist und so. Das war nicht seine Neigung. Seine Neigung war, diese Kraftquelle anzuzapfen, die ihm aus der Situation geholfen hätte. Und so konnte er auch sagen, Johannes 8, Vers 23. Johannes 8, Vers 23. Habe ich nicht hier, aber könnt ihr aufschlagen. Johannes 8, Vers 23. Und er sprach zu ihnen, ihr seid von unten her, ich bin von oben her. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Also Jesus war wie ein unerkannter König unter uns. Er kam als König oder als rechtmäßiger Eigentümer dieser Welt. Er kam in sein Eigentum, so sagt es ja auch die Bibel. Und er war in jeder Situation versucht, diese königliche Macht auszuüben, auszunutzen, zu seinem Vorteil. Zum Beispiel, das Ganze bekam ja einen Höhepunkt, als er dann von Gethsemane nach Golgatha ging. Er kam vor den Hohen Rat. Und vor dem Hohen Rat war er sehr stark angefochten. Und da war ja genau die Situation, Patricia, die du jetzt dir gewünscht hast, dass er dann seine Gottessohnschaft durchblitzen ließ, um zu zeigen, dass er der Sohn Gottes ist. Ja, es gab Situationen, wo auch seine Gottheit durchblitzte. Die gab es schon. Aber nicht zu seinem eigenen Vorteil. Niemals. Nur zu dem Zweck, dass er seine Göttlichkeit beweisen konnte, um sich selber zu helfen. Und hier hätte er es ja gebraucht. Er stand ja kurz vorm Tod. Er wurde zum Tod verurteilt. Und wenn nicht hier, hätte er seinen Kopf aus der Schlinge ziehen können, indem er einfach ein Wort spricht, um sich aus dieser Situation zu befreien. Er sagt es doch selber. Meinst du nicht, als Petrus ihn mit Waffengewalt verteidigen wollte, meinst du nicht, ich könnte meinen Vater bitten, der würde 10.000 Engel schicken? Aber wegen dieser Stunde bin ich in die Welt gekommen. Er ist gekommen, um das alles willig zu ertragen, nur in unserer Natur. Und hier verstehen wir auch, weil gerade in diesem Vergleich mit dem König, der unerkannt in unserer Welt ist, was wirklich seine Anfechtung war. Wenn wir sind ja auch in einer Welt, die uns die uns im Grunde genommen
verabscheut. Wenn wir Christus nachfolgen, müssen wir damit rechnen, dass hier Verfolgung auf uns wartet. Wenn das aber, wenn die Verfolgung uns herantritt, dann sind wir eher geneigt, vielleicht wie Petrus, uns zu, ja, durch Flüche und Verschwörungen uns irgendwie unseren Kopf aus der Schlinge zu retten. Christus aber hatte, musste diese Ebene der, ja, das Menschsein wie du und ich beibehalten, obwohl er ja der König war. Und diese Versuchung war, dass er nicht sein Königtum ausspielen sollte. Er hätte ja sagen können, jederzeit, was greifst du mich an? Was willst du mein Leben antasten? Weißt du nicht, dass ich der König bin? Ich kann dir das Leben auslöschen. Er hätte es in einem Augenblick tun können. Er hätte diese königliche Macht, die ihm zustand rechtmäßig, die hätte er jetzt spätestens ausspielen können. Aber genau das durfte er nicht tun. Wir lesen es mal. Leben Jesu, 6,97. Sein Verhör durch Menschen, die sich wie Teufel aufführten, war für ihn ein fortwährendes Opfer. Von Menschen umgeben zu sein, die sich unter der Macht Satans befanden, war empörend für ihn. Er wusste, dass er durch ein plötzliches Aufblitzen seiner göttlichen Kraft seine Peiniger auf der Stelle in den Staub werfen konnte. Gerade das machte seine Prüfung noch schwerer erträglich. Als Christus nun Verachtung begegnete, war er versucht, sein göttliches Wesen zu offenbaren. Durch ein Wort, durch einen Blick konnte er seine Verfolger zu dem Bekenntnis zwingen, dass er Herr war über Könige und Fürsten, über Priester und Tempel. Doch es war seine schwere Aufgabe, sich zu der Stellung zu bekennen, die er als ein Mensch, gleich wie wir, erwählt hatte. Ja, also das war seine Versuchung. Aber, dem Herrn sei Dank, er hat hier widerstanden und nicht seine Göttlichkeit, seine eigene Göttlichkeit ausgespielt. Auch hier in diesem Zeugnis 733, nur zeitlich etwas später, Satan führte diese unbarmherzige, den Heiland schimpfende Schar selbst an. Es war seine Absicht, den Herrn, wenn möglich, zu einem Vergeltungsschlag zu reizen oder ihn dazu zu bewegen, zu seiner Befreiung ein Wunder zu wirken und auf diese Weise den Erlösungsplan zunichte zu machen. Ein einziger Makel auf Jesu Leben, ein einmaliges Versagen seiner menschlichen Natur beim Ertragen dieser furchtbaren Prüfung würde genügen, aus dem Lamm Gottes ein unvollkommenes Opfer zu machen und die Erlösung der Menschheit zu vereiteln. Aber er, der auf einen Befehl hin die himmlischen Herrscharen hätte zu Hilfe rufen können, der durch eine Offenbarung seiner göttlichen Majestät die Menge hätte veranlassen können, in panischem Schrecken vor seinem Angesicht zu fliehen. Er unterwarf sich in vollkommenem Schweigen den hässlichsten Beschimpfungen und Ausschreitungen. Also, das war seine Versuchung. Und er hätte auch den Tod aufhalten können durch seine göttliche Natur. Er nahm die Sterblichkeit auf sich, mit der Willigkeit auch zu sterben. Hier heißt es, Bibelkommentar 309, aber er demütigte sich selbst und nahm Sterblichkeit auf sich. Als ein Glied der menschlichen Familie war er sterblich. Aber als Gott war der Brunnenquell des Lebens für die Welt. In seiner göttlichen Person hätte er den Anschlägen des Todes allezeit widerstehen und sich weigern können, unter seine Herrschaft zu geraten. Ja, also er hätte, Bibelkommentar 309, er hätte seiner menschlichen Natur helfen können, dem Einfall von Krankheit zu begegnen, wenn er Lebenskraft und nicht verfallene Energie aus seiner göttlichen Natur in die menschliche strömen ließ. Also alle Zeit hätte er aus seiner göttlichen Natur in seine menschliche Natur Kraft, Lebenskraft fließen lassen können, um seine Situation zu verbessern. Nee, das hatte ich ausgelassen. Das ist Bibelkommentar 309, ist das. Ja, gut, ist die gleiche Seite in dem Fall. Was heißt? Dass er sterben muss? Ja.
Ja, die Frage ist, ob er wusste, dass er sterben musste. Ja, na klar wusste er das. Das wusste er. Und er sagt ja, darum bin ich in die Welt gekommen. Und er hat es auch aus den Prophezeiungen ja selbst auch erkannt. Die Prophezeiungen im Alten Testament sprechen klar von, von dem Tod des Messias. Das hat er gewusst. Und die Daniel 9 zum Beispiel, nicht das Sprechen von dem Messias, der kommen soll, der sterben sollte, ausgerottet werden sollte. Und dennoch war er voller Liebe und war überhaupt nicht traurig, wütend, all das war er ja nicht. Naja, es hat ihn als Mensch natürlich schwer angefochten. Es war ein existenzieller Kampf, den er da ausgefochten hat. Und hat ihn mit einer Trauer erfüllt. Ich denke, ich erinnere nur mal daran, als er auf Jerusalem herabblickte. Er fing an zu weinen, weil sie die Stunde ihrer Heimsuchung nicht erkannt haben. Weil sie ihren Erlöser, ihren Messias nicht erkannt haben. Und doch ist er für alle gestorben. Und die Gefühlslage des Heilandes können wir uns sicherlich schwach vorstellen, aber sie war so intensiv. Sie war absolut intensiv, wie es auch dem Verhältnis entsprach zwischen seiner Göttlichkeit und der menschlichen Natur. Aber wir sehen auch daran wieder, dass er all dem widerstanden hat, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen durch seine menschliche Natur, dass er alles freiwillig getan hat. Es war jederzeit freiwillig. Und das war auch das, was den harten Kampf in Gethsemane ausmachte. Er hätte es nicht tun müssen. Er war nicht der Schuldige. Er trug keine Schuld, die ihm den Tod hätte einbringen müssen. Im Gegenteil, er war frei von Schuld. Aber er legte sein Leben freiwillig nieder. Johannes 10, Vers 18 sagt das. Schlag mal auf, Johannes 10, Vers 18. Johannes 10, Vers 18. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Ja, danke, das reicht schon. Also ich habe Macht, es zu lassen, ich habe Macht, es wiederzunehmen. Also, das darüber spricht ja auch davon, dass er eigentlich fähig wäre, gar nicht sterben zu müssen. Er hätte dem Tod jederzeit aus dem Weg gehen können. Aber er hat es freiwillig getan. Ich habe Macht, es zu lassen. Niemand nimmt es von mir. Sondern ich lasse es von mir selber. Das ist freiwillig, oder? Und diese Freiwilligkeit ist ein Ausdruck seiner Liebe. Seiner Liebe zu uns. Dass er aus Liebe sein Leben für uns freiwillig niederlegt. Aber er legte sein Leben freiwillig nieder. Bibelkommentar 309. Auf dass er so imstande wäre, Leben zu geben und die Unsterblichkeit ans Licht zu bringen. Er trug die Sünden der Welt und er trug die Strafe, die sich einem Berge gleich auf seine göttliche Seele wälzte. Er legte sein Leben als ein Opfer nieder, damit der Mensch nicht ewiglich sterbe. Er starb jedoch nicht, weil er dazu gezwungen wäre, sondern aufgrund seines eigenen freien Willens. Dies war Demütigung. Der ganze Schatz des Himmels wurde in einer Gabe ausgeschüttet, den gefallenen Menschen zu retten. Er brachte in seine menschliche Natur alle lebensspendenden Kräfte, die Menschen benötigen und empfangen müssen. Und das hat den massiven Kampf in Gethsemane auch ausgemacht. Nicht, dass er in einer Situation war, wo er jetzt nicht mehr rauskam, sondern er hätte jederzeit dieser Situation wieder entfliehen können. Aber die Bibel beschreibt es ja, er hat nicht nur geschwitzt, Wasser, sondern Blut. Er hat Blut geschwitzt. Und jetzt kommen wir mal wieder zu dem Gedanken, den wir eigentlich hatten. Was ist da eigentlich mit diesem Suchtkranken, der von der Sünde frei werden will? Und der nicht sagen kann, ja, Jesus war auch suchtkrank und weiß, wie das ist. Aber hier in Gethsemane sehen wir,
welche Versuchung es für Jesus wirklich war. Er hätte jederzeit auf seine göttliche Natur zurückgreifen können, um aus dieser Situation entfliehen zu können. Jederzeit. Und es war so ein Kampf für ihn, mit einer solchen inneren Anspannung, dass er Blut schwitzte, dass Blut ihn aus den Poren trat. Und dass sich alles krampfte, seine Hände griffen in die Erde und er rang einen Kampf, der viel stärker ist, als wenn ein Suchtkranker von seiner Sucht befreit werden will. Ist nicht so? Und deswegen können wir sagen, er wurde in allem versucht, wie wir, doch ohne Sünde. Es ist nicht die Sünde, in die er gefallen war oder die ihm die Schwierigkeiten bereitet hatte, sondern es war der Verzicht auf seine eigentlich ihm zustehende göttliche Natur, die ihm diesen Kampf einbrachte. Und dann sehen wir auch an dieser Stelle, dass Jesu Versuchung sogar stärker war als unsere. Sie war stärker. Wenn wir mal an menschliche Versuchung denken, an besonders starke, woran denkt ihr? Ein Mensch, der besonders stark versucht werden wurde, dem das ganze Vatergefühl in, wie bitte? Abraham, nicht wahr? Abraham, das ist eine Versuchung, die wird nicht jedem aufgelegt. Aber Jesu Versuchung war stärker, war viel stärker. Und die Wucht und die Stärke der Versuchung hat er ertragen für uns. Die menschliche Natur Christi, heißt es hier, Bibelkommentar 467, die menschliche Natur ist mit unserer vergleichbar, doch er verspürte das Leiden noch eingehender, denn seine geistliche Natur war frei von jeder Befleckung mit Sünde. Daher war sein Verlangen, dem Leiden zu entgehen, stärker, als Menschen es erleben können. Wir sehen also, wenn wir das betrachten, dass Jesus sehr wohl versucht worden ist in allem wie wir, noch ohne Sünde und noch viel stärker. Und dass diese Versuchung eine Versuchung war, die ständig da war. Das war nicht nur ein mehr oder weniger Spaziergang bis nach Golgatha und da kam es dann mit Macht, diese Versuchung auf ihn, sondern sie war jederzeit, jede Minute war die da. Und daraus dürfen wir lernen, dass auch wir jederzeit der Versuchung widerstehen müssen. Und das können Gedanken sein, die sich verselbstständigen zur Sünde. Das können, ja, die Widrigkeiten, die können uns ja zum Murren veranlassen, zum Unglauben. Wir sind ständig da in Gefahr, dass uns falsche Gedanken ereilen. Und ihnen müssen wir ständig Widerstand leisten. Ist nicht so? Jede Minute müssen wir auch Teilhaber der göttlichen Natur sein und bleiben. Und wir können es nur in einer engen Verbindung mit Jesus oder mit Gott im Himmel. Und genau das hat Jesus uns vorgelebt. Und das ist auch der Aufruf für uns, dass wir jede Minute uns mit Gott verbinden, als Teilhaber der göttlichen Natur. Dass wir so überwinden, wie Jesus auch überwunden hat. Und dass wir als Teilhaber der göttlichen Natur von Sieg zu Sieg schreiten. Und dass wir uns bewusst machen, den Pfad, den wir dabei gehen, den ist Christus schon gegangen. Und wir neigen allgemein dazu, dass wir, wenn wir Anstrengungen unternehmen, dass wir da nicht ausdauernd sind. Ausdauernd im stillen Gebet zum Beispiel. Ausdauernd im Bibelstudium. Ausdauernd darin, schlechte Gewohnheiten zu überwinden. Aber das müssen wir, Minute von Minute. Wir müssen als Teilhaber der göttlichen Natur in diesem Zustand im Glauben bleiben
nicht aus der eigenen Kraft, sondern aus der Kraft, die uns Gott schenkt. Und das ist eben auch heute die Erneuerung des Bündnisses, die wir im Abendmahl haben. Wir wollen heute unser Bündnis erneuern, dass wir als solche einen festen Bund schließen, indem wir jede Minute, jede Sekunde mit Gott zusammen wandeln. Dass wir ihn nicht verlassen, dass wir nicht unsere Gedanken wieder auf diese Welt richten, dass wir unser Gelübde vergessen, sondern dass wir alle Zeit daran denken, dass der Feind uns nicht überwältigen kann. Wollt ihr das? Ich will das. Und es möge Gott uns dabei segnen, dass wir diese Festigkeit und diese Ausdauer an den Tag legen und dass wir alle Zeit daran denken, wie es Jesus ergangen ist, damit wir Kraft haben für diesen Weg. Amen.